Wie viel kostet eine Woche Kreuzfahrt wirklich? Ich habe eine Woche die kompletten Kosten getrackt und hier sind sie. Allerdings muss ich sagen, dass die Preise immer variieren. Natürlich, ob Ferien sind oder nicht und zu welcher Jahreszeit. Mein Beispiel gilt jetzt für die AIDA Nova vom 29.04. bis zum 6.05.2023. Auf jeden Fall waren wir zwei Erwachsene, ein Jugendlicher, haben eine Verandakabine Komfort im Vario-Tarif gebucht und dafür haben wir 1.960 Euro bezahlt. Durch drei macht die ganze Sache 653 Euro pro Person. Da wir aber nicht verdursten wollten, aber auch kein Alkohol trinken, also Mama und Oma nicht, haben wir uns das Getränkepaket Light dazu gebucht für 90 Euro für die ganze Reise. Dazu gebucht habe ich noch meine Social Media Flat, die kostet 24,43 Euro die Woche. Und was ich noch gemacht habe, ist Bingo spielen für 34 Euro. Ich war auch noch im Shop und habe was für 31 Euro gekauft. Landausflüge haben wir alles selber gemacht. Ich kannte die Orte. Deswegen kommen wir auf eine Summe von 832,43 Euro.